In dieser Klausuraufgabe geht es um das Verhalten nicht mischbarer Flüssigkeiten. Wasser und Cyclohexan bilden in der Gasphase eine ideale Mischung. In der flüssigen Phase sind die Komponenten jedoch nicht mischbar. 0,5 kg Wasser und 2 kg Cyclohexan werden zusammengegeben. Bei welcher Temperatur beginnt dieses Gemenge bei einem Druck von 2 bar zu sieden? Und welche Zusammensetzung hat die Gasphase bei der Siedetemperatur? Wir benötigen zur Bearbeitung dieser Aufgabe die Dampfdrücke von den beiden Komponenten, die wir zum Beispiel aus Tabellen oder mittels der Antoine'schen Gleichung berechnen können. Eine Flüssigkeit siedet dann, wenn der Dampfdruck über der Flüssigkeit gleich dem Außendruck entspricht. Wir müssen uns also nur diese beiden Tabellen anschauen und die Dampfdrücke bei einer Temperatur addieren. Sobald wir den Gesamtdruck erreicht haben, beginnt das Gemenge zu sieden. Bei 65 Grad siedet die Mischung noch nicht, denn hier ist die Summe der Partialdrücke etwa 860 Millibar. Bei 100 Grad ist die Summe der Dampfdrücke schon weit über 2 bar. Man sieht, dass bei etwa 90 Grad Celsius ein Gesamtdruck von 2 bar erreicht ist und das heißt, hier ist der Siedepunkt erreicht. Bei 90 Grad beträgt der Dampfdruck von Wasser 700 Millibar, der von Cyclohexan 1300 Millibar. Gesamtdruck gleich dem Außendruck 2 bar. Wir haben einen Molenbruch in der Gasphase vom Wasser von 700 durch 2000, also 35 Molprozent.